Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Videozyklus zum Arbeitsblatt Winkelfunktionen am Einheitskreis. Heute werden wir uns endlich einmal diesen Einheitskreis anschauen. Was wir dazu brauchen, ist nochmal zur Wiederholung die Definitionen von Sinus, Cosinus und Tangens im rechtwinkligen Dreieck. Wenn du dir da nicht so sicher bist und dir das nochmal anschauen möchtest, kann ich dich auf das erste Video aus diesem Videozyklus verweisen oder auf das Arbeitsblatt Ähnlichkeit und Winkelfunktionen, wozu es auch einen Videozyklus gibt. Wir schauen uns heute dieses Kasterl hier an und wie immer kannst du jederzeit das Video pausieren, wenn du mehr Zeit benötigst, um über Sachen nachzudenken bzw. zurückspulen, wenn du etwas noch einmal hören möchtest. Dann fangen wir an. Der Einheitskreis hat den Radius 1 und den Mittelpunkt genau im Ursprung. Rechts siehst du genauso ein Viertel von seinem Einheitskreis, und zwar das Viertel im ersten Quadranten. Wir haben hier den Winkel Alpha und je nachdem, wie groß dieses Alpha ist, wird hier ein Punkt P eindeutig definiert. Also je größer Alpha ist, desto weiter ist der Punkt P da heroben und je kleiner Alpha ist, desto mehr ist der Punkt P da herunten. Jetzt, wo wir wissen, wie wir P geometrisch bekommen, wollen wir uns anschauen, wie seine Koordinaten ausschauen. Dazu habe ich hier so ein kleines Dreieck eingezeichnet. Und das ist ein ganz besonderes Dreieck, nämlich ein rechtwinkliges Dreieck mit der Hypotenusenlänge von 1. Die Hypotenuse entspricht hier genau dem Radius von unserem Einheitskreis. Die rote Kante, die rote Kathete hier, die entspricht genau der x-Koordinate vom Punkt P und die blaue Kathete entspricht genau der y-Koordinate vom Punkt P. Der Cosinus ist ja die Ankathete geteilt durch die Hypotenuse. Das heißt, der Cosinus von Alpha ist genau die Länge von dieser roten Kathete geteilt durch die Länge der Hypotenuse, also geteilt durch 1. Wenn ich etwas durch 1 dividiere, dann bleibt es gleich. Das heißt, der Cosinus von Alpha ist genau die Länge von dieser roten Kathete. Die Länge der roten Kathete war aber auch die x-Koordinate von Punkt P. Das heißt, wir können festhalten, die x-Koordinate von Punkt P, also xp, ist gleich Cosinus von Alpha. Dasselbe Spiel geht mit der anderen Kathete auch. Der Sinus ist ja die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Die Hypotenuse war wieder 1, das heißt, der Sinus von Alpha in diesem Fall ist einfach die blaue Kathetenlänge. Und die blaue Kathete entspricht hier auch der y-Koordinate von Punkt P. Das heißt, wir können festhalten, y von P ist gleich Sinus von Alpha. So, jetzt schauen wir uns diesen Punkt T an. Wie wird der konstruiert? Ich tue mal das Dreieck hier weg. Der Punkt T liegt auch auf so einem Dreieck, wobei die eine Kathete immer die Länge 1 hat. Wieder entspricht das ja genau dem Radius von unserem Einheitskreis. Der Punkt T liegt auf einer Gerade, die senkrecht nach oben geht. Er liegt immer hier. Das heißt, die x-Koordinate, die ändert sich nicht. Und die x-Koordinate ist ja genau dieser Abstand hier, also 1. Der Tangens von Alpha ist ja die Gegenkathete durch die Ankathete. Die Ankathete hat wieder die Länge 1, das heißt, es bleibt übrig, Tangens von Alpha ist gleich die Gegenkathete. Und die Gegenkathete ist genau die y-Koordinate von Punkt T. Dieses Wissen wird uns dabei helfen, wie wir auch die Winkelfunktionen von größeren Winkeln berechnen können. Wenn ich zum Beispiel in meinem Taschenrechner den Cosinus von 300 Grad eingebe, dann kommt mir genau 0,5 heraus. Im nächsten Video werden wir erklären, wie das zustande kommt.